Juventus Turin. Als Rekordmeister in Italien wartet man jetzt seit 4 Jahren auf einen Serien A-Titel und 28 Jahre auf den Champions League-Titel. Den hat man zuletzt 1996 gewonnen. Im Finale schlug man damals Ajax Amsterdam nach Elfmeterschießen und holte sich damit den Henkelpott zum zweiten Mal. Jetzt wollen wir aber die Wartezeit von Juve beenden und treten die Nachfolge von Allegri an für einen weiteren Champions League-Titel. Und damit herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Wir werden heute versuchen, Juventus Turin wieder nach ganz oben zu führen. Unser Ziel ist natürlich die Champions League, aber auch natürlich, dass Juventus wieder Meister wird. Nach all den letzten Jahren, wo sie kein Meister werden und auch dieses Jahr wieder nicht die Meisterschaft holen, wollen wir Juve wieder nach Europa bringen und auch wieder den Scudetto holen. Das ist unser Ziel. Das ist aktuell unsere beste Mannschaft, die wir rausgekramt haben. Also da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial drin. Und deswegen verkaufen wir auch den einen oder anderen Spieler. Ja, vor allem auch ein paar ältere Spieler, die wir nicht mehr brauchen. Oder auch Außenspieler, die wir gar nicht mehr brauchen. Aber natürlich auch den einen oder anderen, den wir verleihen. Yildiz unter anderem. Oder auch Erling Junior, die diese Saison ja schon sehr viel Einsatzzeit auch bekommen unter Allegri. Die werden jetzt verliehen, damit natürlich ihr Potenzial nicht kaputt geht. Weil vor allem Yildiz und Erling Junior können richtige Maschinen werden. Wir müssen ja gucken, wie lange es dauert in dieser Karriere. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefällt. Und gerne auch abonnieren, damit ihr auch keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Und dann gehen wir rein in diese Karriere. Nachdem wir jetzt Pinzo, Glio und Danilo erfolgreich losgeworden sind, auch Garofani, Sekulov und Caviglia, ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen, wird es nun Zeit, selber anzugreifen. Und das tun wir auch in Form eines neuen Innenverteidigers. Hier schon zu sehen, hier nochmal im Bild. Antonio Silva wechselt von Benfica für 47 Millionen zu der alten Dame Juventus Turin. Wir kriegen dafür nur eine C. Leckt mich am Arsch. Ah, und es war wichtig, weil wir haben ja Danilo verkauft, mit Danilo verkauft. Wir wollen noch Alexandro verkaufen. Antonio Silva, junger Verteidiger, 19 Jahre jung, sehr viel über Marktwert gezahlt, aber er lohnt sich, gehe ich auf die Hinsicht. Und ich glaube auch, er passt auch im Real Life, würde er zu Juve passen, aus meiner Sicht. Deswegen, erster Transfer, Innenverteidiger, einmal abgehackt. Jetzt holen wir uns auch noch einen Backup-zentralen Mittelfeldspieler. Hier kommt er auch schon rein, begrüßt unsere Assistenztrainerin. Ja, Edoardo Bove kommt zu uns von der Roma für 9 Millionen zu Juve, Italiener. Finden wir sogar eine A-Bewertung. Ja, und der Junge passt perfekt rein. Marktwert ist bei 9,5. Wir haben 9 für ihn gezahlt, also perfekt. Und er ist jetzt sozusagen unser Backup für Rabiot und natürlich Miretti. Und damit ist der Deal unter Dach und Fach. Wir haben einen neuen Stürmer. Und nachdem, ja, hier kriegt ihr nochmal Samuel Erling Jr. geht zu Manchester United für 12 Monate. Und wir kriegen Julian Alvarez. Wir haben getauscht. Die kriegen Milik, wir kriegen Alvarez. Weiß nicht, was Manchester City sich da gedacht hat. Aber gut, nehme ich mit. Klar, besser. Und damit haben wir jetzt auch nochmal einen richtig starken Stürmer. Neben Vlahovic 26,3 Millionen mit dem Tauschgeschäft einfach ausgegeben. Sehr, sehr cool. Unser dritter Neuzugang. Ja, ihr seht richtig. Filip Kostic wechselt zurück in die Bundesliga. Also der Ausflug nach Juve war jetzt nicht gerade der erfolgreichste. 58 Millionen haben wir jetzt für den Serben wieder bekommen. Ihr seht jetzt auch nochmal hier den Rest, was wir geholt und verkauft haben. Die Chio ist auch übrigens für 8 Millionen zu Napoli gegangen. Endlich ist der weg. Ja, und jetzt kommen wir mit dem Geld, haben wir jetzt 181 Millionen, also wir könnten jetzt nochmal einen richtigen Banger holen. Ja, genau, da kommt ja unser richtiger Banger-Transfer. Juventus Turin holt sich Rodrigo von Real Madrid. Und hier gibt es das neue Trikot mit der 11. Rodrigo in dem wunderbaren Trikot von Juventus Turin. Hat schlappe 116 Millionen gekostet. Total billig, wird uns aber auf jeden Fall verbessern. Jetzt ist halt die Frage, er Stürmer oder halt Alvarez Stürmer. Ich habe schon mal geguckt, Alvarez könnte rechts Mittelfeld spielen. Also ich bin gespannt, wie wir es machen. Damit kann man eigentlich schon sagen, können wir einen Haken hinter diese Transferphase machen.
wenn jetzt nichts noch Ungewöhnliches passiert, die Mannschaft sieht so aus. Ich bin schon zufrieden. Sehr viele junge Spieler, Italiener drin, auch den einen oder anderen, den wir uns jetzt auch geholt haben mit Rodrigo, einen richtig starken Spieler. Also die Außen kann ich nicht meckern. Über den Sturm auch nicht. Abwehr ist noch ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, die entwickeln sich gut und dann sollte das eine erfolgreiche Hinrunde werden. Geld haben wir auch noch, 70 Millionen, also daran soll es nicht scheitern, dann im schlimmsten Fall in der Winterpause, wenn es noch nicht so gut läuft. Angekommen im Januar könnt ihr sehen, dass wir auf Platz 2 in der Liga aktuell sind, hinter dem AC Mailand, nur 2 Punkte, dann kommt die Rom, Napoli, Inter, die aktuell so krass unterwegs sind in der Serie A, einfach nur 6. Tabellenplatz. Also, das sagt einiges. Die Copa, die spielen wir noch. Da kommen wir erst in der 4. Runde dazu. Sonst die anderen Wettbewerbe ist Juve nicht dabei. Das Einzige, was ich euch schon mal zeigen kann, dass wir einfach absolut geisteskrank unsere Mannschaft sich entwickelt. Also Vlahovic eine 87 schon, auch Rodrigo eine 87, Bremer eine 86. Also läuft richtig gut aktuell. Locatelli auch schon auf eine 85 hoch. Das ist schon sehr, sehr stark. Silva auch gut entwickelt. Kesa stockt so ein bisschen. Alvarez auch. Ist so ein bisschen seit schon sehr vielen Monaten auf einer 83. Aber das wird schon. Und dann gucken wir mal, was wir mit dem restlichen Budget noch machen oder ob wir es behalten. Ich habe eigentlich jetzt nicht wirklich einen Wunsch. Also wir sind eigentlich aktuell schon sehr gut unterwegs. So, es ist nichts weiter passiert, außer dass wir einen Spieler verloren haben. Alcatraz, den haben sie zurückgeholt von Southampton, weil er zu wenig gespielt hat in der Simulation. Aber gut, klar, wenn du da einen Rodrigo hast und einen Timothy Weah und einen McKennie, der auch viel auf Spielzeit gekommen ist, dann wundert es mich jetzt nicht wirklich. Wir machen jetzt gar nichts mehr. Deadline der ist, wir sind immer noch Zweiter in der Liga. Also müssen wir mal gucken, wie das dann abläuft. Wir simulieren jetzt bis zum Ende der Saison und dann gucken wir mal, was wir in der ersten Saison mit Juve so erreicht haben. Wir sind angekommen am Ende der letzten Saison mit Juventus Turin und jetzt gucken wir mal, was für Titel wir geholt haben. Das Manager-Rating da oben links macht mir ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, dass wir wenigstens einen Titel holen konnten und da sehen wir schon, wir sind Meister geworden. Denkbar knapp. Mit 87 Punkten punktgleich mit dem AC Mailand. Aber das Torverhältnis rettet uns da ein bisschen den Arsch. 6 Tore mehr als AC. Boah, war schon sehr, sehr eng. Gerade mal 3 Niederlagen, trotzdem dafür 9 Unentschieden. Absteigen tun Sassuolo, Genua und Cagliari Calcio. Inter am Ende nur Dritter. Coppa Italia, die gewinnt Napoli mit 2:1 gegen Inter Mailand. Wir verabschieden uns wegen der Auswärtstorregel gegen Inter mit 2:2. Das ist natürlich denkbar bitter. Den Supercup, den gewinnt Sevilla mit 3:2. Die Champions League geht wieder an Manchester City. 2:0 gegen Barcelona. Respekt an die Leistung. Die Europa League geht an den FC Liverpool im englischen Finale mit 3:2 und die Conference League geht an Eintracht Frankfurt gegen Aston Villa, setzen sich durch mit 2:1. Die meisten Tore macht bei uns Dusan Vlahovic, 24 Treffer in 42 Einsätzen. Ist nicht schlecht, 6 Vorlagen dann noch. Rodrigo kommt danach mit 20, auch Alvarez mit 19, mal Vlahovic mit der 88 schon genau wie Rodrigo, überragend. Bester Vorlagengeber ist am Ende Adrien Rabiot, der auf den 85 sogar hochgegangen ist mit seinen 29 Jahren. Rodrigo scored aber die meisten Scorer mit Vlahovic, beide 30 Scorerpunkte. Sehr, sehr gut. Also die erste Saison endet also mit der Meisterschaft. Das heißt, das haben wir schon mal erreicht. Und wir spielen wieder europäisch und natürlich in der Champions League. Und das ist natürlich das Wichtigste, damit sich die Mannschaft, die ihr hier seht, auch noch weiter sehr gut entwickeln kann. Und auch in der zweiten Saison ist die Transfer- und Leihliste wieder absolut voll. Viele Spieler sind ja von ihrer Leihe zurückgekehrt, die wir in der ersten Saison nicht hatten, wie zum Beispiel Arthur, der wird natürlich verkauft. Ich meine, das war ja kompletter Reinfall bei Juve, deswegen das Geld können wir gut nutzen und der ein oder andere Spieler wird dann auch zum zweiten Mal nochmal ausgehen, einfach weil es gibt halt Sinn, die können halt eh nicht, kommen halt eh nicht ran und die Spieler, die da vorstellen. Und dann kann man die auch ausleihen werden. Dann die anderen wieder auf ihre Spielzwings, damit sie nicht ihr Potenzial verlieren. Wie zum Beispiel irgendein Junior, der jetzt Potenzial hat, etwas Besonderes zu werden. Also, wir
Wir gucken mal, was da so noch passiert mit dem jungen Mann. Auch sehr krass sind die Vorstandsziele dieses Jahr. Also wir sollen direkt das Champions-League-Finale erreichen, das Double in Italien wieder gewinnen. Juventus hat hohe Ansprüche, also Nachwuchsspieler noch was machen und so weiter und so fort. 25 Spiele müssen wir gewinnen, also 25 Spiele müssen wir mit einem Tor machen. Und wir sollen innerhalb der nächsten drei Saisons 4 Spiele der weltbesten Spieler verpflichten, 82 plus. Wir haben ja doch schon Vlahovic und Rodrigo. Ich meine, wo sollen wir denn? Und wir haben noch einen richtig starken Bremer. Wo soll ich denn da noch welche hernehmen? Also wird sehr interessant, vielleicht im Tor, vielleicht ein Ersatz für Rabiot, aber dann müsste ja Miretti. Juve-Vorstand ein bisschen verwirrt wie ein bisschen in echt. Also so wirklich einig werden sie sich nicht. Ich bin gespannt, wie lange ich hier noch Trainer bleibe. Das würde mich halt nicht wundern, wenn sie mich rausschmeißen würden. Aber vielleicht ist der Vorstand gar nicht so verwirrt, weil der gibt uns einfach 246 Millionen dafür, dass das klappt. Also wir schwimmen tatsächlich in Geld und mit den Verkäufen können wir dann ja auch noch ein paar mehr bessere Spieler kaufen. Also ich bin sehr gespannt, was wir da uns halt verpflichten können. Aber wie gesagt, eigentlich feiere ich halt die erste Mannschaft mega, weil da halt auch der ein oder andere Spieler dabei ist, der halt noch echt gut Potti mitbringt. Auf der anderen Seite, ja, ich liebe Gatti, aber er ist halt hat nur 82. Vielleicht ersetzen wir ihn ja. Wir gucken mal. Wir holen uns einen Weltklasse-Innenverteidiger. Ihr seht ihn schon reinkommen. Virgil van Dijk, untypische Transfer, ich weiß, aber der Typ verbessert uns sofort auf der Position. Er hat eine 89, damit der beste IV jetzt davon. Und was dazu kommt, sein Vertrag wäre zum Saisonende ausgelaufen. Und ich zahle für ihn 43 Millionen, er ist 49 wert. Und damit haben wir uns jetzt einen sehr, sehr guten Innenverteidiger geholt. Wir hatten zwar eh Geld wie Heu, aber das konnte ich mir auch nur deswegen tun, weil ich Diallo für 35 Millionen zu Frankfurt gegeben hat. Der Typ saß eh nur auf der Bank, hat letztlich wirklich mehr ein großes Potenzial, so fast das Doppelte seines Marktes geholt. Und so konnten wir halt van Dijk schön holen und haben dadurch noch einen, der in dieser Saison auf jeden Fall nicht so schnell sein Potenzial verlieren wird, hoffentlich, und wenn durch die Spiele das vielleicht auch ein bisschen ausgleichen wird. Und der nächste Spieler, weil das einfach können, kommt zu Juve. Ein Weltmeister, einen haben wir schon, habe ich gedacht, dann holen wir uns doch noch einen zweiten dazu in der zweiten Season. Enzo Fernandes wechselt für 90 Millionen von Chelsea zu Juve. Wichtig ist, es war so ein bisschen schwierig, entweder Camavinga oder er. Camavinga geht da wahrscheinlich eher zu Rom. Deswegen haben wir uns für Enzo Fernandes entschieden. Hat ein 88er Potenzial und hat hier schon eine 85. Kann also dieses Potenzial vielleicht auch sogar bestätigen. Damit sind wir auch nochmal ein Stück stärker auf der 8 aufgestellt. Miretti, ja, mal gucken, wie viel Spielzeit er bekommt. Ich hoffe, genügend. Wir haben dann halt McKenny, Rabiot, Fernandes und Miretti. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, ihr seht richtig. Adrien Rabiot wechselt den Verein. Aber das konnte ich auch nicht absagen. Barca hat mir 95 Millionen gegeben für Rabiot. Die sagen, das wäre ein schlechter Deal. Ich finde das überhaupt nicht schlecht. Die 95 Millionen für Rabiot. Wir haben ein übelst gutes Mittelfeld an sich eigentlich immer noch. Und deswegen kann ich das eigentlich gar nicht nachvollziehen, dass sie das als schlechten Deal finden. Vor allem können wir uns jetzt einfach noch einen besseren kaufen und jünger. Und es passiert halt absolut wirklich. Wir holen uns einen richtigen Banger. Nur ein Jahr Real Madrid und er hat sich gedacht, das reicht mir. Italien ist viel schöner. Jude Bellingham wechselt zu Juventus Turin. Das Juve-Trikot steht ihm auch einfach besser als das königliche. Für 190 Millionen haben wir uns jetzt einfach Bellingham geschnappt. Ich war erst dran, Petri zu holen, aber haben wir so gedacht, nee, komm, das ist ja langweilig, wenn wir auf die Kacke hauen, dann richtig. Und damit einfach Jude Bellingham. 190 Millionen, ey, der ist so teuer, aber ich hab's mir jetzt einfach gegönnt. Zweite Season hauen wir richtig auf die Scheiße, wirklich, das ist ja geistkrank. Und haben dafür auf jeden Fall einen riesen Upgrade im Gegensatz zu an Rabiot. Vor allem auch noch viel, viel jünger und noch viel, viel mehr Potenzial. Hier seht ihr nochmal alle Transfers im Überblick. Es hat wirklich, wir haben fast alle verkauft in der Hinsicht oder verliehen, außer ein Spieler, der gammelt hier noch rum. Den lasse ich jetzt aber hier einfach. Wir werden auch keinen Spieler mehr holen. Bellingham, Van Dijk und Enzo haben reichen in dem Fall einfach. Ich bin
100% der Meinung, dass diese Mannschaft Minimum die Meisterschaft und den Pokal gewinnen sollte. Das ist so das Minimum vom Minimum. Also die sind echt gut. Ich weiß, Van Dijk ist schon ein Punkt runtergegangen, aber trotzdem, der hat eine 88, Bremer eine 87. Der Schlechteste in dieser Mannschaft hat eine 85. Das ist schon sehr, sehr stark. Das ist schon Champions-League-Niveau. Und ich hoffe einfach, wir kriegen es hin. Und wir sehen uns in der Winterpause. Der 1. Januar ist da und wir gucken mal auf unsere Mannschaft. Sieht sehr, sehr gut aus. Bremer 89 jetzt. Blažić hat die 90 geschafft. Rodrigo 91. Bellingham 90. Chesney sogar nur 89. Dann haben wir die Supercoppa. Und hier Serie A sind wir Tabellenführer. Ein Punkt vor AC. Also es wird hier wieder ein Duell zwischen uns und AC Mailand in diesem Jahr. Also war schon gut. 4 Luft, 9 Punkte auf Napoli auf den 3. Coppa kommen wir jetzt dazu, glaube ich, dann in Runde 4. Und in der Champions League stehen wir erwartungsgemäß im Achtelfinale gegen Sevilla, spielen wir da. Also ein machbarer Gegner. 18 Punkte, Flawless Victory, kann man fast sagen. In der Gruppe C vor Leipzig ins Ziel gekommen. Die 12 haben und PSV Eindhoven auf der 3 mit 4 Punkten. Club Brugge nur einen einzigen Punkt. Also da sind wir sehr gut durchgegangen. Sehr, sehr gut. Ich hoffe mal so, dass wir jetzt in der Winterpause werden wir vielleicht einen Transfer tätigen. Ich weiß nicht, wir müssen halt gucken, was Weston McKennie macht. Dann würden wir auch reagieren. Ansonsten glaube ich eher, dass wir nicht so mal. Ich meine, genug Geld wäre da, 105 Millionen, um sich noch jemanden zu holen, der uns auf jeden Fall verstärken kann. Und damit holen wir uns dann doch noch einen Spieler in der Winterpause. Einen Backup fürs rechte Mittelfeld. Mohamed Kudus kommt von West Ham zu Juve. Eine gute Stange Geld gekostet. Damit der 4. Neuzugang. 83er Spieler. Hat ein Potenzial von 86. Da macht man nicht mehr so viel kaputt. Und somit hätten wir dann noch ein Backup für Rodrigo. Und wir sehen uns dann wieder mal gucken. Vielleicht gleich wieder. Hinspiel in der UEFA Champions League Achtelfinale gegen Sevilla. Wir treten natürlich mit der Top-Offensive auf. Gewinnen mit 2:1. Das Hinspiel wichtig. Boah, da habe ich echt vergessen, ein bisschen aufzunehmen in dem Moment. Ein bisschen zu spät, aber egal, wir gewinnen das Rückspiel 2:0 gegen Sevilla mit 4:1 insgesamt. Kesa mit dem Doppelpack. Und damit stehen wir im Viertelfinale der Champions League. Der Viertelfinalgegner von uns heißt RB Leipzig. Die treten mit dieser Aufstellung auf. Kvaral, interessant auf jeden Fall als Rechtsverteidiger. Auch hier gehen wir, glaube ich, schon als Favorit rein in Leipzig. Gewinnen wir knapp 3:2. Vlahovic gerettet uns, nachdem wir 2:0 geführt haben. Klostermann wird eingewechselt, Vlahovic direkt mit dem Tor. Also es wird eine schwierige Angelegenheit im Rückspiel. Rückspiel gegen den RB Leipzig. Unsere Mannschaft ist nicht ganz fit. Wir gehen trotzdem mit ihnen rein und wir gewinnen 1:0. Locatelli macht das Ding wichtig. Und damit stehen wir im Halbfinale der Champions League. Das Halbfinale steht an und wir spielen gegen Bayer 04 Leverkusen. In echt wäre das ein Spiel, wo ich sagen würde, boah, der Juve, sehr, sehr schwierig. Hier sehen wir mal die Aufstellung von Leverkusen. Hat sich schon das eine oder andere geändert. Alaba einfach jetzt, Madayashvili im Tor, Mitoma. Sie haben schon sehr gute Transfers getätigt. Deswegen kann ich auch komplett nachvollziehen, warum die im Halbfinale stehen. Und wir spielen nur 1:1 unentschieden. Chiesa rettet das noch. Also es wird richtig spannend bei uns zu Hause. Rückspiel gegen Leverkusen zu Hause. Ihr seht, unsere Mannschaft ist nicht ganz hübsch. Ist uns egal. Wir gewinnen 3:0 und stehen im Champions League Finale. Rodri, Alvarez und Rodrigo, Alvarez und Vlahovic mit den 3 Treffern. Leverkusen wird auseinandergezimmert und wir sehen uns im Champions League Finale. Und hier sind wir. Champions League Finale 2025 im Berliner Olympiastadion. Irgendwie immer im Berliner Olympiastadion. Ich weiß auch nicht warum. Haben wohl ein Fable dafür. Real Madrid gegen Juventus Turin. Ja, so klingt dein Champions League Finale. Wir haben es so fett hier zu stehen. Chiesa! Erste Möglichkeit, Courtois ist aber da. Gut gespielt, Vlahovic! 17. Minute, 1:0 für die alte Dame. Ah, viel zu viel Platz und dann ist das halt
Für einen 91er Dusan Vlahovic gar kein Problem. Flanke ist nicht schlecht. Vlahovic 2-0. Mann, ist dieser Typ eiskalt. Also wenn man sich überlegt, dass der schon eine 91 hat, ne? Also nach zwei Seasons. Aber was ein Kopfball auch. Also brutal. Vlahovic, boah! Ey, das wär's gewesen, wenn der einen Dreierpack geschnürt hätte und dann noch mit einem Fallrückzieher. Gut gespielt, Ken! Bumm! 3-0, Entscheidung! Mäuseken, 3-0. Der ist schon eingewechselt. Real doch noch mal und wieder Chess, wirklich überragend der Typ. Hält dann nochmal an. Ja, wunderbar. Wie kann besser kannst du es gar nicht machen. Und es ist vorbei. Juventus Turin steht nach all diesen Jahren endlich mal wieder ganz oben in Europa. Oft hat man dieses Champions League Finale verloren. So oft stand man drinne. In Barcelona hat man hier im Olympiastadion schon verloren, so 2015 damals. Zwei Jahre später war dann gegen Real. Und dieses Mal ist es soweit. 3-0 gegen Real Madrid. Und der Henkelpott geht mal wieder nach Turin, endlich mal wieder. Und hier haben wir Gatti. Und hoch das Ding, Juventus Turin ist Champions League Sieger. Wir haben es geschafft, Juve wieder nach ganz oben zu führen. Nach ganz nach oben. Wieder zur klaren Nummer 1 zu machen. In Italien und jetzt auch in Europa. Ja, und bevor wir dann das Video beenden, gibt es natürlich nochmal alle Statistiken im Überblick. Also klar, wir wissen, dass wir die Champions League gewonnen haben, aber wir gewinnen auch die Serie A mit 92 Punkten und 11 Punkten Vorsprung vor der Mannschaft aus Neapel, dem SSC Neapel. AC auf der 3, Florenz auf der 4. Nicht schlecht. Inter nur auf 6. Absteigen tun Ascoli, Frosione und der FC Turin. Also kein Turino Derby mehr im nächsten Jahr. Aber kann uns eigentlich egal sein. Den Supercup, den gewinnt Inter nicht, sondern Napoli gewinnt den mit 4-3 in Elfmeterschießen. Kurz ein bisschen verwirrt gewesen. Wir sind da rausgeflogen mit 4-2 nach Elfmeterschießen gegen Inter Mailand. Dafür gewinnen wir aber die Coppa Italia diesmal mit 2-1 gegen AC Mailand. Haben uns da schon gegen auch starke Gegner durchgesetzt. Den UEFA Superpokal, den gewinnt Manchester City mit 2-0 gegen Liverpool. Die Champions League, wissen wir, 3-0 haben wir sie gewonnen gegen Real Madrid. Die Euroleague geht an Paris Saint-Germain. Die schlagen 4-1 den PSV Eindhoven, auch nicht schlecht. Und die Conference League geht an Bilbao. Die gewinnen gegen Lech Posen mit 2-1. So, die meisten Tore bei uns hat, ja, Dusan Vlahovic gemacht, 31 Buden, ja, das kommt jetzt nicht von ungefähr, dass er der beste Torschütze ist mit der 91, wirklich, also brutal, wie der sich hat spielen lassen im Game, und wenn man sich überlegt, dass der in zwei Seasons eine 91 schon gehauen hat, auf Platz 2 Julian Alvarez, das ist wirklich ein perfekter Stürmer, also den würde ich fühlen, wenn der bei Juve auch in echt spielen würde, so ein starker Spieler. Bester Vorlagengeber wurde natürlich Rodrigo, auch der überragend, wie der sich spielen lässt. 17 Vorlagen, 17 Tore, 34 Scorer. Nur Vlahovic ist da besser. Kesa mit 12, auch Bellingham wirklich überragend. Also klar, gut, der hat jetzt nicht so viel gewonnen, aber trotz alledem. Hier seht ihr auch nochmal das Team in der Übersicht. Also ihr seht schon, das ist schon ein Champions League Team und das innerhalb von zwei Seasons ist logisch gewesen, aber das ist schon sehr, sehr brutal, wie die sich wirklich entwickelt haben, vor allem Vlahovic oder auch zum Beispiel noch ein Chesney, der einfach
noch wirklich noch gut nach oben gegangen ist. Bremer für mich eh in echt schon der beste brasilianische Innenverteidiger. Hier im Game unterstreicht er das nochmal mit einer 89. Also wirklich auch sehr gut. Und auch unsere Bank kann sich sehen lassen. Alle schon 80 plus. Also eigentlich wären es alle 83 plus. Ist mein Keeper außen vor mit Kenny. Also die spielen. Also das ist schon nicht schlecht gewesen. Ja, und damit haben wir das Ziel auf jeden Fall erreicht. Triple sogar noch mit Juve gewonnen. Das ist natürlich das Nonplusultra, weil das hat vorher nur Inter Mailand geschafft. Also sehr erfolgreiche kurze Sprint to Glory. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne die Glocke gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts weiteres verpasst und auch gerne einen Kommentar für den Algorithmus, weil ich möchte auch, dass ihr so ein bisschen Mitspracherecht habt. Ihr könnt gerne auch mal sagen, mit was für Ideen ihr noch habt. Deswegen bis zum nächsten Mal und tschüss.